Hey du, herzlich willkommen beim neuen Podcast nach einer Sommerpause. Ich bin wieder zurück mit neuen Folgen in diesem großartigen Podcast Berufung und Business. Und ich habe dir gleich eine Hammerfolge mitgebracht. Und zwar geht es heute darum, ums Investieren. Und zwar investiere in genau das, was es ist, erfährst du im Podcast. Und du erhältst genau das, was du dir von Herzen wünschst. Wie gesagt, was das genau ist, lass uns darüber sprechen. Ich freue mich schon drauf. Herzlich willkommen, du wundervolle Seele, zu deinem Lieblingspodcast für Berufung und Business. Hier erhältst du deine Dosis High-Energy-Inspiration, wie du ein erfülltes, erfolgreiches und seelengeführtes Business manifestierst. Also, let's do it. Jump in und Inspiration on. Yeah, der Podcast Berufung und Business ist back nach einer Sommerpause. Und ich weiß, viele von euch hatten einen Zug, vor allen Dingen, weil die über ersten 100 Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es sind, aber über 100 Folgen waren ja in diesem täglichen Rhythmus. Und das war für manch einen von euch ganz schön schockierend, dass da nichts mehr Tägliches kommt. Und ich darf dir auch sagen, dass es in Zukunft nicht mehr dieses tägliche Format gibt. Es gibt ein wöchentliches Format. Also es wird in Zukunft einen wöchentlichen Podcast geben, bis ich wieder eine neue Inspiration habe oder das wieder umschweiße. Aber aktuell wird es die wöchentliche Variante geben. Und ich bin auch so dankbar, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz konkret, vielen, vielen Dank für die vielen Mails, für die vielen Nachrichten, die ihr mir zukommen habt lassen wegen dem Podcast. Und ich feiere das so sehr, dass ihr das so sehr feiert. Wie gesagt, es wird ihn weitergeben, aber nicht mehr in dieser geballten Form. Du kannst dir einiges noch immer wieder dir auch anhören. Und vor allen Dingen, in diesem Kontext möchte ich vielleicht auch noch mal kurz daran erinnern, es gibt ja auch den Podcast Celebrate Your Passion. Dieser Podcast ist sehr stark auf das Thema Berufung konzentriert. Und auch da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Folgen, 200 Folgen oder so. Und jede Menge Inspiration zum Thema Berufung. Also ich glaube, es gibt keinen Podcast, der umfangreicher ist zum Thema Berufung wie der Celebrate Your Passion Podcast. Also das nur mal so am Rande. Genau, aber jetzt bin ich wieder da mit Berufung und Business. Und heute habe ich dir, wie schon gesagt, ein interessantes Thema mitgebracht. Es geht ums Investieren. Und lass uns heute mal darüber sprechen, in was du investieren solltest, in Anführungsstrich, um genau das zu bekommen, was du dir wünschst. Und dabei geht es nicht nur um Geld. Geld ist nur ein kleiner Part davon. Es geht um viel mehr. Es geht um im Grunde alles, was du dir wünschst. Und ja, hierfür gibt es von mir hier eine Investitionsempfehlung. Ohne Garantie natürlich. Aber eine glasklare Investitionsempfehlung. Und bevor wir jetzt da einsteigen, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Allerdings gibt es die am Ende des Podcasts. Also hör dir den Podcast ganz an und dann gibt es, wie gesagt, eine großartige Ankündigung. Ich bin ziemlich sicher, wenn dich dieser Podcast interessiert, willst du diese Ankündigung nicht verpassen. Also, ich mach's spannend und freue dich schon mal auf das Ende. Aber nun, lass uns, wie gesagt, übers Investieren sprechen. Und da möchte ich ganz kurz, ist mir vorhin eingefallen, über eine Kundin sprechen. Lass uns diese Kundin Anna nennen. Und vor circa 3 Jahren habe ich das erste Mal ein Manifestationscamp gemacht. Das war ein Coaching-Programm zum Thema bewusstes Manifestieren, vor allen Dingen natürlich auch im Kontext mit Berufung. Und das war total spannend. Anna hatte sich zuerst dafür interessiert und am Anfang hat sie uns im Grunde mitgeteilt, ja, sie würde ja gerne dabei sein, aber das ist irgendwie zu teuer, ja. Und lass uns mal ein bisschen weiter da eintauchen. Letztendlich möchte ich dir auch mitteilen, mit was Anna es letztendlich geschafft hat, von es ist zu teuer und der Monat ist einfach zu lang für mein Geld, zu konstant wachsenden Einnahmen aktuell. Ich begleite sie jetzt im anderen Programm, also aktuell ist sie im Soulbiz Club und aktuell hat sie hoch fünfstellige Einnahmen, ja, und das in relativ kurzer Zeit. Und wie gesagt, am Anfang war sie noch, die Investition ist zu teuer und ich weiß nicht und so weiter.
Und es geht mir vor allen Dingen darum, heute mit dir zu teilen, mit welchem Skill sie sozusagen, dass sie das erreicht hat, mit welcher Einstellung und welcher Einladung von mir. Denn letztendlich hat sie sich dann doch für das Manifestationscamp entschieden damals und ist ihrem Impuls gefolgt, obwohl, wie gesagt, sie das Gefühl hatte, es ist zu teuer. Ja, und was, wenn das nicht klappt und so weiter. Kennt ja keiner hier wahrscheinlich. Und lass uns darüber sprechen, um was es geht, um welche Fähigkeit, wie gesagt, um welches Skill es geht, um was ich mit dir heute sprechen möchte. Und diese eine Sache, wie ich ja bei diesem Podcast nenne, ich ja investiere in das und du erhältst genau das, was du dir von Herzen wünschst. Und das ist, tusch, tadarata, vielleicht kommst du auch schon selbst drauf. Aber ich glaube, die meisten nicht. Ich habe mal so eine kleine Umfrage gemacht und tatsächlich ist den meisten das nicht bewusst, um was es geht. Es geht ums bewusste Manifestieren. Das ist das Skill. Wenn du in dieses Skill investierst, Zeit, auch Geld, dann schaffst du dir die Möglichkeit und den Rahmen, dir alles zu manifestieren, was du dir wünschst. Ja? Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich wünsche mir irgendetwas und dann bekommst du die Möglichkeit, wie zum Beispiel Anna damals mit diesem Manifestationscamp, dieses Skill, was dazu führt, dass sie immer Geld zur Verfügung hat, ja, weil genau das schaffst du ja mit dem bewussten Manifestieren. Wenn du das mal raus hast, wenn du dir den Bogen mal raus hast, dann hast du keine Geldthemen mehr. Dann ist es kein Thema mehr. Ja, also wenn du in dich investierst, vor allem in deine bewusste, aufregend und auch, weil ich gerade so viele tolle Sachen erlebe bei meinen Kunden, ist es schon ein Thema, was mich sehr, ja, wo ich raus möchte und da geht, da spreche ich manchmal schneller, wie das alles rauskommen kann. Also, wenn du dich in dich investierst und vor allen Dingen in deine bewusste Manifestationsfähigkeit, diese zu stärken, schaffst du tatsächlich die Gelegenheit und die Möglichkeit, dir eben immer genau das zu manifestieren, was du dir wünschst, auch das Geld. Weißt du, von daher ist es, ich weiß, es ist für viele noch so ein wirklich ein Mindshift, ja, den wir tatsächlich machen dürfen. Die meisten sind so eingestellt, dass sie sagen, naja, ich spare mal lieber. Und gerade jetzt sind Menschen, wo sie sagen, ich bin mal vorsichtig, aber weiß, was jetzt alles noch kommt, ja, ich halte das alles zurück. Es nützt aber nichts, zum Beispiel zu sparen für schlechtere Zeiten. Gar nichts. Weißt du, gestern fällt mir jetzt gerade noch jemand ein. Gestern hat sich jemand beworben für den Manifestation Club. Und da sage ich gleich noch was dazu. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, das wäre ziemlich viel Geld, ja, was die Investition wäre. Und dann habe ich sie gefragt, was sie denn dieses Jahr für Urlaub ausgeben würde oder was sie bisher ausgegeben hat, also was so ihre Planung für dieses Jahr an Urlaubinvestition ist. Und dann hat sie so ein bisschen überlegt, sie meinte, ja, sie hatten einen Skiurlaub, einen Kurzurlaub an Pfingsten und ja, jetzt wird irgendwie, glaube ich, der Jahresurlaub anstehen. Und insgesamt, also Herbst haben sie noch gar nichts geplant, aber insgesamt wären das so circa 6.000 Euro für die Familie. Und dann meinte ich, und genau das ist der Punkt, und dann habe ich auch noch gefragt, wie würdest du denn in Urlaub fahren oder wohin würdest du dann fahren, wenn du genug Geld hättest? Wäre das dann immer noch in diesem finanziellen Rahmen? Hat sie eigentlich nicht wirklich lange überlegt, sagte nein, hat da so ein bisschen erzählt, was sie machen würde. Auf jeden Fall eine viel höhere Investition. Und genau das ist der Punkt. Wir sind so sehr darauf konzentriert, auf das, was wir haben und vergessen eigentlich, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also zum Beispiel diese 6.000 Euro zu haben, das hat
diese, jetzt ist sie Kundin, weil sie kommt in den Manifestation Club, aber sie war erst so ein bisschen, wie gesagt, wegen der Investition. Und sie hat es auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber dieses Bewusstsein dafür, wenn du ja in der Fähigkeit, die Fähigkeit trainierst, die alles auslöst, die dein ganzes Leben manifestiert hat, also die dir deine bisherigen 6.000 Euro manifestiert haben, unbewusst. Jetzt stell dir mal vor, du nutzt diese Fähigkeiten, darum geht es. Wir manifestieren ständig. 24/7, ja, also es gibt nichts, was du nicht manifestiert hättest in deinem Leben. Alles, alles. Auch das, was du jetzt hörst, auch die Situation jetzt mit mir und so weiter. Das hast du dir alles manifestiert, bewusst wie unbewusst. Du hast dir vielleicht nicht genau ausgemalt, ja, ich höre mir jetzt irgendwann an dem heutigen Tag den Podcast von Heidi an oder so, aber du hast dir vielleicht manifestiert, dass du Inspiration dir wünscht zum Thema, wie du deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume manifestierst. Und voilà, hier ist dieser Podcast, sozusagen die direkte Antwort darauf. Und das ist das, aber auch deine Beziehungen, dein Auto oder auch nicht Auto, dein Bankkonto, die Höhe deines Bankkontos, egal was, alles hast du manifestiert. Und das meiste haben wir unbewusst manifestiert. Und um was es mir geht, was ich heute mit dir teilen möchte, diese Fähigkeit ist meines Erachtens die aller wichtigste Fähigkeit, die wir jetzt trainieren sollten. Und wo wir überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es darum geht, wer wir in Wahrheit sind. Wir sind nicht machtlos. Wir sind sozusagen mit dieser Fähigkeit des Manifestierens in dieses Leben gekommen. Aber wir haben gelernt, dass wir uns mehr nach außen orientieren, also dass sozusagen das Außen uns sagt, wie wir unser Leben gestalten sollten. Dabei gestalten wir unser Leben immer von innen nach außen. Bloß, was die meisten Menschen tun, unbewusst, manifestieren eben das, was vorgegeben wird und glauben, naja, das ist ja das, was ich so will. Aber wenn wir ehrlich sind und wenn du ehrlich bist, ist das Leben, das du jetzt gerade führst, ist das wirklich das, was du wirklich dir wünschst? Was sozusagen in dir, wo dein Herz höher schlägt, wo du Freude erlebst und so weiter. Als zum Beispiel diese Kundin jetzt mit ihrem Urlaub, das war nicht das Leben, was sie bisher wollte. Und wir sind so beschränkt, dass wir denken, na ja, vielleicht kann ich mir das manifestieren oder ich kann mir das leisten. Dabei geht es viel, viel tiefer. Dieses Thema bewusstes Manifestieren, das ist so spannend und ich verstehe gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wieso nicht jeder ganz scharf auf dieses Thema bewusstes Manifestieren ist. Ja, ich verstehe schon, weil wir einfach nicht um diese Fähigkeit wissen. Ja, weil wir auch gar nicht so, sozusagen, uns das so mitgeteilt wird. Also ganz ehrlich, wenn ich Politikerin wäre und mir würde wirklich etwas an den Menschen liegen, könnt ihr jetzt vielleicht meinen, dass bei den aktuellen Politikern nicht so wäre, aber das kann ja jeder für sich sehen, wie er will. Aber wenn ich Politikerin wäre und mir würde es wirklich an den Menschen liegen, was es auch tut, dann würde ich gerade zur aktuellen Situation mit dem Mist, was wir alles jetzt haben, was sich alles zeigt, würde ich jeden Menschen dazu verdonnern, in Anführungsstrich, zumindest mal also verdonnern, zur Verfügung stellen, dass jeder Mensch lernt, bewusst zu manifestieren. Also ich würde diese Fähigkeit oder diese Kurse und so weiter, und es gibt viele Menschen, die sich schon damit beschäftigen, das ist jetzt nicht mehr so ganz, ganz geheimes Wissen. Ja? Und nur falls du jetzt denkst, dass unsere sogenannten Spitzenpolitiker nicht wissen um die Macht der Gedanken, um die Macht der bewussten Schöpferkraft, dann irrst du dich. Und zwar ganz gewaltig. Es geht hier um viel mehr, wobei ich will jetzt hier nicht zu sehr in diesen Part hineingehen, weil da könnte ich mich auch da drin verlieren. Letztendlich geht es darum, Menschen, die nicht wissen oder denen nicht bewusst ist, wie machtvoll sie sind, glauben, dass sie von anderen abhängig sind und glauben, dass andere ihnen etwas, dass das Außen etwas für sie tut. Also, dass der Arbeitgeber die einen Arbeitsplatz gibt, dass die Politiker die Rahmenbedingungen schaffen, dass es uns gut geht und so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Das ist nur, weil wir gelernt haben, die Macht abzugeben und die Verantwortung auch abzugeben. Es geht darum, Menschen, die Angst haben und aktuell, sind wir doch mal ehrlich, die Angst, die lauert doch in jedem Eck, in jedem Thema, ploppt die Angst auf. Es gibt Menschen, die trauen sich fast gar nicht mehr auf die Straße oder trauen sich gar nicht mehr zu sagen, was sie wirklich sagen wollen, weil sie Angst haben, sie werden gelabelt.
in einen Bereich, den sie nicht wollen. Wo sind wir angekommen? Und wenn aber Menschen, und es verstehen immer mehr Menschen, dass wir machtvoll sind und dass wir das ja alles kreiert haben und dass wir in der Angst sind, wenn wir in der Angst sind, dann ist es im Grunde so, wie wenn wir uns von unserer Schöpferkraft und Schöpfermacht abgeschnitten hätten. Und das ist verrückt. Das ist das, was uns ausmacht. Wir sind Schöpferwesen. Und ich möchte dich mit diesem Podcast erinnern, wer du in Wahrheit bist. Du bist machtvoll. Ich habe das schon oft gesagt, aber ich werde nicht müde, weil es so wichtig ist, dass du dich daran erinnerst, dass du nicht nur das Leben sozusagen hinnimmst, wie es ist, sondern dass du beginnst, wirklich bewusste Schöpfer deines Lebens zu sein. Und das mal zu manifestieren, was du wirklich willst, nicht was du glaubst, was möglich ist. Und das, was du glaubst, was möglich ist, ist noch nicht mal auf dein Mist gewachsen, zumindest wahrscheinlich zu 99% von den Fällen. Das meiste ist, haben wir übernommen und glauben, weil es andere so machen oder weil wir es so vorgelebt bekommen, wäre das die Realität. Ist es aber nicht. Die Realität ist das, was wir für real halten. Und stell dir nur mal vor, wir würden immer mehr bewusst manifestieren. Wir würden immer mehr bewusst für Frieden, bewusst für Freiheit, bewusst für Freude, bewusst für Fülle gehen und genau das manifestieren. Kannst du dir vorstellen, lass das mal wirklich auf dich wirken, kannst du dir vorstellen, in welcher Welt wir leben würden? Wenn wir endlich beginnen würden, uns nicht mehr machtlos zu fühlen und anerkennen würden, wer wir in Wahrheit sind und dann unseren Manifestationsmuskel, unseren bewussten Manifestationsmuskel zu trainieren. Ja, stell dir das mal vor. Ey, das ist mindblowing, oder? Und genau da gehen wir hin. In dieses Zeitalter gehen wir. Denn das, was sich jetzt zeigt, es kommt überall, kommt der Mist hoch. Ja, und immer mehr erkennen wir, Moment, hier stimmt doch was nicht. Und das Paradoxe ist, dass wir tief in uns ja wissen, was für uns richtig ist, was wir wirklich wollen. Denn unsere Herzenswünsche sind im Grunde ja sowas wie das Navigationssystem durch unser Leben. Aber wir, auch hier haben wir gelernt, Wünsche, ne, so, wie heißt es, deine Wünsche sind egal. Auf jeden Fall, du kannst nicht alles erreichen oder deine Wünsche sind nicht realistisch oder was auch immer, sondern du musst ja schauen, was ist. Ein Blödsinn musst du. Gar nicht. Denn solange wir uns nach außen orientieren, manifestieren wir immer wieder wie ein Wiederkäuer das, was jetzt ist. Ja? Und nochmal, du hast alles, was du brauchst in dir. Alles. Und wenn du nach innen gehen würdest, dir Zeit nehmen würdest für deine Wünsche und spüren würdest und sagen, ja, das wünsche ich mir. Ja, ich möchte diese Reise machen. Ja, ich möchte Millionär sein. Ja, ich möchte, keine Ahnung, das Haus in England an den Klippen haben oder was auch immer. Und nicht zu sagen, ach, wie soll ich das denn machen? Keine Ahnung und so weiter. Es geht darum, dass du überhaupt wahrnimmst, was du wirklich willst. Und dann mit dem Wissen, dass du alles erschaffen hast in deinem Leben, genau mit dieser Energie an die Manifestation gehst. Und weißt du was? Auch das ist etwas, was viele, also manifestieren ist ja jetzt, dieses Thema ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, Gott sei Dank. Aber es wird immer noch suggeriert, wie wenn manifestieren schwer wäre, wenn du manifestieren lernen müsstest, ja, und ganz hart daran arbeiten müsstest, mit ganz viel Journal, ganz viel Visualisieren, ganz viel irgendwas. Dabei ist es überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, bewusstes Manifestieren ist gar nicht so schwer. Wenn du die Basics verstanden hast, wenn du dich erinnerst, wer du wirklich bist. Denn nochmal, wir manifestieren eh die ganze Zeit. Es geht darum, dass wir bewusst manifestieren. Und dieses bewusste Manifestieren, das haben wir verlernt. Beziehungsweise wir wurden konditioniert auf die Programmierung, ja, zum Beispiel wie Kinder, die was wollen, kriegen auf die Bollen oder du kannst nicht alles haben. Du musst hart arbeiten, um was zu erreichen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. In der Entspannung manifestieren wir, ja, was wir wirklich wollen, nicht in diesem Kampf. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, immer wenn ich etwas so sehr wollte, also dieses, oh, ich will,
habe ich ja im Grunde dem Universum immer gesagt, ich hab's nicht, ich hab's nicht, ich hab's nicht. Also die energetische Signatur war immer, ich hab's nicht, ich hab's nicht. Anstatt zu wissen, Moment, allein, dass ich etwas will, habe ich schon den Auftrag gegeben an das Feld der unendlichen Möglichkeiten und jetzt darf ich empfangen. Und ja, es ist so einfach. Auch wenn du zigmal gehört hast, du musst gar nichts. Du musst nochmal die Basics verstehen, die Basics von bewusstem Manifestieren. Und vielleicht, dass es hier nicht zu weit, zu sehr in die Tiefe geht, aber ich möchte dich auch daran erinnern, du erschaffst nichts. Auch wenn wir das oft denken, ich verwende das zwar auch manchmal als Begrifflichkeit, aber im Grunde ist es nicht die Wahrheit. Denn alles ist schon da. Alles. Im Feld der unendlichen Möglichkeiten ist alles schon da. Im Grunde kannst du dir das so vorstellen wie ein Multiversum. Und jede Variante von dir gibt es schon. Es gibt die Variante von dir, die glücklich, zufrieden, Millionär ist, Schauspieler oder was auch immer du dir wünschst. Allein weil du dir das wünschst, ist sozusagen der Wunsch ist angedockt an die Variante von dir im Multiversum, ja, in den, keine Ahnung, Milliarden von Möglichkeiten. Und zwar da, was deinem Wunsch entspricht. Und wenn du jetzt diesen Wunsch sozusagen ist die Verbindung wurde hergestellt zu dieser Version von dir. Und deine Aufgabe ist es jetzt sozusagen diese Verbindung zu halten, dass du sie sichtbar manifestierst. Ja, dass du sie sozusagen schöpfst. Aus dieser Quantensuppe. Ja. Und wie gesagt, ich will das hier nicht zu kompliziert machen. Aber das ist für mich wichtig. Für mich war das übrigens eine der wichtigsten und wesentlichsten Aha-Erlebnisse zu verstehen. Es gibt keine Zeit. Es ist alles jetzt da. Und wenn jetzt alles da ist, dann ist es meine Energie, mein Fokus, mein darauf ausrichten, sozusagen. Da raste ich in diese Version ein. Und dann gilt es jetzt, das nicht mehr zu verhindern, ja, indem ich zweifle und denke, joch, das wäre ja schön, aber es ist nicht, ich sehe es noch nicht und so weiter, ja. Und genau dieser Aspekt ist für mich, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also nochmal, du erschaffst nichts, es ist alles schon da. Du wählst, du schöpfst aus dem Feld der unendlichen Möglichkeiten. Und natürlich ist es so, dass jeder von uns unterschiedliche Zugänge hat. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, vielleicht du hast dich bestimmt schon mit Manifestieren beschäftigt. Und vielleicht hast du auch bestimmte Tools oder Techniken oder Kurs oder Coaching oder sonst gemacht. Und vielleicht funktioniert es noch nicht so, wie du es gerne hättest. Also du hast vielleicht ein Coaching gebucht und dein Coach ist mit der Journal-Methode XY Millionärin geworden. Ja, und du hast dir die Finger wund gejournalt. Und bei dir funktioniert es nicht. Und das liegt daran, dass es nicht dein Zugang ist. Ja? Weil jeder von uns hat einen ganz bestimmten Zugang zum Feld der unendlichen Möglichkeiten. Nicht, dass wir ein Tool oder eine Technik oder eine Methode bräuchten, brauchen wir nicht. Aber unsere Konditionierung, unser Leben, unsere Präferenzen, das, was uns vielleicht auch am besten liegt, das spielt hier mit rein, ja. Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich journal manchmal gerne, wenn ich Lust dazu habe. Und dann sitze ich gerne in so einem Café und mit einem schönen Journal das liebe ich dann. Aber das tue ich nicht immer. Was bei mir sehr gut funktioniert, ist in Kombination mit Bewegung. Also auf dem Trampolin zum Beispiel, in der Natur, in Bewegung zu sein und zu manifestieren, ist für mich oft auch tatsächlich Instant-Manifestation, ja. Also, wir haben unterschiedliche Zugänge. Und von daher, es ist nicht so, dass Manifestieren, das, was du dir wünschst, falls du jetzt aufgeben willst, falls du einen Wunsch hast und gedacht hast, naja, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für dich. Nein, das ist Quatsch. Der Wunsch allein sagt schon, dass du die Möglichkeit dafür hast, ja. Und jetzt geht es darum, dass, wie gesagt, dass du das nicht mehr verhinderst und auf dem Weg dorthin das passende Tool für dich verwendest, dass es einfacher für dich wird. Ja? Und weißt du, und genau hierfür haben wir unter anderem den Manifestation Club gestartet. Dieser Manifestation Club ist
der Manifestationsraum für freiheitsliebende Menschen, welche bereit sind, unbändige Freude, konstanten Wachstum und finanzielle Freiheit, vor allen Dingen auch erfüllenden Erfolg mit ihrer einzigartigen Berufung zu manifestieren. Und es ist im Grunde, hier bin ich 6 Monate an deiner Seite, während du genau das manifestierst, was du dir auch wirklich wünschst. Ja. Und ein ganz besonderes Bonbon in diesem Manifestation Club ist eben die Manifestation Toolbox. Und das ist das, was ich eben meinte. Wir haben verschiedene Zugänge. Und da gibt es Tools zum Beispiel für visuell Bevorzugende, für auditiv Bevorzugende oder für Bewegungsjunkies wie ich. Ja? Wir haben zum Beispiel ganz viele Gehmeditationen oder für kreative und experimentierfreudige, für Energiejunkies, für Schreibliebende, Menschen, die gerne schreiben. Wie gesagt, könnte was für dich sein oder nicht. Und hier kannst du dann für dich das für dich passende Tool, und ich nenne es ja deinen Manifestationsschlüssel, wirklich für dich herausfinden. Ja. Und das ist etwas sehr Spannendes und auch vor allen Dingen, das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Diese Konstellation, gerade so mit diesen Tools und Techniken und das passende Finden, das ist einmalig. Und ich bin so happy. Vor allen Dingen, weißt du, eine meiner liebsten Dinge, die ich tue, ist tatsächlich Tools und Techniken kreieren. Und da ich ja schon über 20 Jahre in dem Business bin, als Coach, Mentorin unterwegs bin, kannst du dir vorstellen, dass das eine oder andere an Tools, Techniken, Methoden tatsächlich sich entwickelt haben. Und ich mache es auch noch gerne. Das heißt, ich produziere das eigentlich am laufenden Band. Also hier findest du eine Menge. Weil es geht hier nicht nur um die Menge, sondern es geht darum, dass du für dich dann erkennst, okay, das ist das, was mir Freude macht. Das ist das, was mich ja in diesem entspannten und diesem kreativen Modus bringt, wo ich wirklich das empfangen kann, was ich mir gewünscht habe. Ja, wie gesagt, das ist, ich liebe den Manifestation Club und du kannst dich aktuell hierfür anmelden. Ja, den gibt es noch nicht lange. Wir sind es sozusagen noch in der Beginnerphase und ich freue mich sehr, das zu teilen. Es sind schon, die ersten sind schon drin und die erste Gruppe, das ist so, das sind jetzt im Prinzip nur ein paar Tage und es ist unglaublich schön, unglaublich inspirierend, was jetzt schon an Aha-Erlebnissen, nur wenn man diese Basics, die ich jetzt ganz grob mit dir geteilt habe, wenn man da in die Tiefe geht, wenn man da immer mehr erkennt, wer wir sind und was, zu was wir alles fähig sind, es ist echt verrückt, was wir alles schaffen können. Ja, wir kreieren wirklich eine geile, geile Zeit. Ja, und wir haben es in der Hand. Egal, was da draußen ist. Ja, egal, was da draußen ist. Genau, also findest du unten drunter verlinkt und kannst dich gerne hierfür anmelden. Genau, also das war jetzt mal in ganz groben Zügen, was ich heute mit dir teilen wollte. Und natürlich hatte ich noch eine Ankündigung versprochen. Und ich werde in Zukunft immer wieder mal so etwas wie ein Weekend-Special machen, da ich plane, den Podcast immer freitags rauszubringen. Und ich finde, Freitag ist ein ganz toller Tag. Ich liebe Freitag. Und für mich ist auch schon dieser Begriff, dieses Freitag, Freutag, also ich liebe es. Und es wird jetzt häufiger, wird es eben, wenn der Podcast rauskommt, so etwas wie ein Weekend-Special geben, das dann immer bis am Sonntag um 24 Uhr gültig ist. Was das genau ist, erfährst du in der Beschreibung. Ich kann dir nur so viel sagen, wenn du bis hierhin gehört hast und wenn du deinen bewussten Manifestationsmuskel trainieren möchtest, damit du auch tatsächlich das manifestierst, was du dir wirklich wünschst, dann ist dieses Weekend-Special perfekt für dich. Genau. So. Das war's. Das war mal wieder ein Einstieg und ich freue mich natürlich darauf, über dein Nugget hier raus und teile das gerne hier unten drunter beziehungsweise auf Instagram und ich freue mich natürlich auch super, super, super über deine 5-Sterne-Rezension, sodass genau diese Thematik immer mehr Menschen erreicht und dass wir immer mehr bewusst manifestieren, die Welt, in der wir auch wirklich leben wollen. Ja? Und wir können das. Und wir tun es gerade. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und
Und wie hat dir dieser Podcast gefallen? Hat er dich inspiriert? Hat er dir geholfen? Ich bin echt neugierig und freue mich riesig über dein Feedback, auf deinen Goldnugget aus dieser Folge und ganz besonders auf deine Bewertung dieses Podcasts. Denn durch dein Feedback inspirierst du nicht nur mich, sondern ganz, ganz, ganz viel mehr Menschen, um erfüllt und erfolgreich ihre Berufung zu leben. Ist das nicht großartig? Ich denke, dafür lohnt es sich ganz besonders, oder? So, mehr Infos zu den aktuellen Angeboten aus der Berufungs- und Seelenbusiness-Lounge, der größten Online-Akademie zu Berufung und Seelenbusiness, findest du auf unserer Seite unter heidimariewillmann.de/aktuelles.